rechts wandern. Links kannst halt eh eigentlich im Prinzip vergessen. Was, dann soll er und Agumon nach rechts gehen. Safe. Er und Agumon sofort nach rechts. Sofort. Windgeschwindigkeit. Besser ist. Passt. Reden wir gleich mit Agumon. Damit er gleich ein bisschen weiterkommt. Ne, sicher. Bewegungsgeschwindigkeit und alles drum und dran. Sehr gut, sehr gut. Da wäre es eh nicht so tragisch bei ihm. Der haltet eh nur. Der kann eh nur dreimal hardcore-mäßig angreifen. Da ist es nicht so schlimm. Da ist es definitiv nicht so schlimm. Wir müssen halt nur schauen, dass Agumon halt nur nicht Meier geht. Das ist das Wichtigste. Agumon, der fährt nur nicht Meier gehen. Passt. Definitiv Digitation. Bei dir war sie wenigstens, du kannst was. Bei dir war sie wenigstens, du kannst was. Dementsprechend gehen wir gleich mal mit dir da nach hintere. Ist eigentlich auch relativ in Ordnung. Scheiß Hundsviech. Ah, nein, Ska. Ist nicht so tragisch. Ah, da kann ich wenigstens vielleicht sogar angreifen. Na, immerhin. Immerhin etwas. Passt. Definitiv Digitation. Können wir wenigstens was austeilen, weil sonst hätte ich eigentlich sie klassen. Und hätte vielleicht den einen oder anderen keilt, aber. Na, der Abstand halt. Der scheiß verfickte Abstand. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Passt. Wir brauchen da eh auch ein bisschen Unterstützung davor. Oder sagen wir es mal so, eher sowas wie, ja, wir brauchen irgendwen als Opferung, damit der uns jetzt nicht komplett rasiert. Gegen den Strich. Oha. Mich heißt aber nicht. Kleines Arschloch. Ihr werdet nicht kalt. Kommst du da nicht durch? Er kommt man da nicht durch? Alter, das bitte für eine Verarsche. Da muss es okay. Ich fühle mich jetzt gerade komplett verarscht. Jetzt fühle ich mich gerade komplett verarscht. Digi. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, wie soll ich dann? Ja, dann muss ich dann eigentlich an ihm vorbei und ja, dann gehe ich halt Meier. Alter, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Passt, let's go. Da können wir sich wieder austoben, ist eh klar. Geht sich aber fix nicht aus. Ah ja, mit den Assist, ja, da geht was weiter. Da geht wenigstens ein bisschen weiter. Ich gehe aber sicherheitshalber trotzdem nicht weiter, allein schon nur wegen der Dreckskugel. Wir gerne wissen, aber wie viel Schaden wir machen können. Nur zum. Ja, kann wieder kein Beispiel machen oder irgendwas. Das ist ja das Blöde. Hätte ich gesagt gehabt, entweder oder. Ja, geht nicht ganz mehr. Ja. Danke. Dankeschön. Kriege ich wenigstens eine Heilung, wie nett. Geht sie genau ums Ohr, schlägt mal wieder nicht aus. Ist eh klar. Na, vergiss. Hätte ich wenigstens gleich die Deppe der Kugel Meier gemacht. Oh. Würde man sagen, so Glück im Unglück. Passt. Ja, vielleicht schauen wir eh nach rechts. Vielleicht schauen wir eh nach rechts. Also den einen oder anderen würde ich mal definitiv schon mal dorthin schicken. Vielleicht eher Agumon. Wäre nicht schlecht. Agumon wäre definitiv nicht schlecht. Und die billigen einfach mal zu dem anderen Havara. Die, was Meier gehen dürfen. Die, was Meier gehen dürfen, schickt es einfach mal zu ihm. Ich lass nicht locker.
Ich lass nicht locker. Hauptsache ein bisschen, das reicht schon. Physische Verteidigung ist schon mal wieder untergesetzt. Sehr gut. Ich komm schon. Ich will auch den einen Gegner da besiegen. Kann man den noch vorstellen? Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Der geht beinahe auf Agumon los. Aber nicht schlecht. Hätte ich jetzt eine Heilung machen sollen? Hätte ich vielleicht machen sollen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, okay, er ist ja noch immer außer Kontrolle und alles drum und dran. Wie soll ich jetzt sagen, jetzt kommt dieser scheiß verfickte Moment, wo er sich jetzt endlich digitiert, Udi? Endlich! Alter! Endlich wieder mal eine Digitation! Let's go! Zeig her, was du kannst! Zeig her! Jetzt bin ich gespannt. Und? Oh je, es schaut jetzt schon scheiße aus. Ja, okay. Ja, cool. Ja. Cool. Schon definitiv besser als wie vorher. Das muss man schon sagen. So fair muss man definitiv sein. Schaut definitiv besser aus. Aber dennoch. Eieiei. Nur sicherheitshalber. Man kann ja definitiv nie wissen. Besser sicherheitshalber gleich einmal ihn ein bisschen verstärken. Ultimativ. Aha, zeig einmal her. Ah, kann ich nicht zu den anderen zurück. Schade. Aber das Gute ist wenigstens, dass ich trotzdem zu den letzten zwei dennoch hinkommen könnte. Ich bin gespannt. Ich hoffe, da kommt noch eine geile Digitation raus, weil... Wollen wir es gleich riskieren und Vollgas geben? 3 Hörnerangriff. Ich muss sowieso weg. Besser ist, wenn ich ein bisschen weg mit dem bin. Von den Depperten. Der will unbedingt auf uns losgehen. Unbedingt. Aber deshalb auch mit dieser Niederlage, dass Agumon halt nicht Meier gehen darf. Weil macht ja weniger Sinn, oder? Agumon ist Meier gegangen. Ja, so, ja, Digi, kriegst du eine Digitation dafür. Das ist dann doch, glaube ich, nicht so leibhaft.
glaube, das ist nicht so leibend oder so. Ja, Budi, als Belohnung kriegst du eine Digitation, wenn du mal gegangen bist. Voll geil. Voll geil. Das ist nur ein Vorteil für uns. Das ist nur ein Vorteil für uns, wenn die sich bewegen. Ja, du. Du machst einmal den hier, weil wir müssen ja wissen, was aus der Kiste da rauskommt. Wir müssen schauen, was kommt denn da raus? Vergessenheit. Schmutz, nicht Schmutz. Passt. Ja, aber wir wieder auf uns losgewählt. Wow, Alter. Der hat's nur auf uns abgesehen, aber sowas von. Der hat's nur auf uns abgesehen. Gescheißen, Alter. Gescheißen. Der hat's nur auf uns abgesehen. What the fuck? Aber endlich mal wieder eine Digitation. Oh, endlich. Aber ich habe da irgendwas mit einer anderen Rune gesehen. Kann das etwas sein, dass wir vielleicht einen bestimmten auch schon digitieren können? Einen ganz, ganz bestimmten? Und wieder einer weniger. Oh, geile gemacht. Wirklich geil gemacht. Sehr, sehr gute Geschichte. Alter. Alle in Panik und ich nur im Hintergrund. Geil. So gut geschrieben, so gut gemacht. Ich bin einfach nur froh, dass der Typ endlich auch weg ist. Boah, der war so zart. Der Typ war so zart. Und jedes Mal, wie er immer so herablassend über sein Digimon redet und alles. Na, ich bin froh, dass der weg ist. Sei immer nicht hab. Shuji-san, wie ist das denn? So eine Kato. Was ist das?
Alter, weg hier! Der Professor? Ja, klar! Alter, es war so klar, dieser scheiß verfickte Professor. Plötzlich kommt er einfach mal aus der Hölle um die Ecke. Sicher werde ich euch verlassen. Sobald ich nur die Chance habe, ich werde euch sowieso gleich sofort hinterrucks verlassen, auf euch scheißen, dieses jenes. Oh, wichtig! Jetzt wird's wichtig! Sorry, komm ich gleich mal beim Mikrofon an, wenn's wichtig wird, super. あ、止められなかった。どうして決まってる。今の僕じゃ守れないからだ。力がないから何もできなかった。 Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Okay, wenn jetzt halt nicht dieses Flimmern und so alles wäre, der wäre Bombe. Und von der Farbe her und alles sicher. Was wäre, wenn der sich in das eine Digimon sich digitieren würde? Aber hat vielleicht seinen Besitzer vergessen. Könnte sein. Welch Bild meint, dass er damals Haru gesehen hätte? Oh shit. Aber was ist das jetzt schon wieder für ein Licht? Oi, hore o oite iku no ga? Doushite da yo? Hore to omae no kizuna wa uso datta no ga? Scheiße, und deshalb ist deine Haare auch komplett durchdraht und so. Und jetzt wissen wir auch, wieso er quasi so ist, wie er ist. あんたも行け。覗き見か。
悪趣味だ。何度も言っているだろう。お前らに協力をするつもり、人間なんてどうでもいいし、あのガキどもに裏。残念ね。だが、あの連中をこのままのさばらすわけにもいかない。人間の力を借りて進化したやつらなぞ。絆なんぞ。 Na schau, jetzt wissen wir mal wenigstens, wer der Hauptfeind in dem Kapitel ist. Passt, gut zu wissen. Vielleicht ist dann doch Haru oder seine Schwester, gerade bei seiner Schwester, weil wir haben ja die Leiste, vielleicht ja Freunde werden. Mal schauen, wäre ja schon sehr, sehr geil. Alle komplett angeschlagen, ist eh klar. Jetzt kickt es erst so richtig rein, die Trauer und alles. みんなずあんなことがあってピンピンしてる方がおかしいって。ミノル、気持ちはわかるけど、そんな風にトゲトゲしい言い方。人が死んでんだぞ。リョウも、シュウチ先輩ももうケロッとしてるお前の方がおかしいだろ。僕だって。 平気なわけじゃない。あ、そりゃそうだよな。タクマ、怖い顔して。僕は大丈夫だよ。アグモン、この辺り危険はない。周りに敵の気配はしないぞ。そうだな。 アグモン君がそういうのであれば、君たちは今とんでもなく疲れているはずだ。無理はしない方がいい。教授の方こそ。ねえ教授、今、そういえば正直無事で。こうして会えて本当に良かった。私ももうダメかと思っていたよ。だが途中で気を失ったので定かではないが、 おそらく落下途中でどこかにぶつかり、転がったことで衝撃落ちた先にあった水に押し流され、さっきの水路の中まで流れ着いた。意識を取り戻した私は、君たちと合流しようと水路の外。だがその際にこちらが元いた島とは別の島の方に抜け出てしま。探索の結果そのことに気づいた私は、水路へと引き返した。水路逆に抜ければ君たちの元へ戻れるんじゃないかと。 そうだったんですね。いや、そう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 、そ
Saki? Kono mama ja min. Ja, schikararai de. What? Amari yo. Flora mo wa Saki o shinpai shite ru no ni. Ne, Aoi, sou da yo ne? Sou. Demo ore. Na. Omae tachi wa hontou atarimai da. Alter, wie die jetzt alle so herumzweifeln und alles. どうしてそんな風にお前は俺たちの完璧な味方だって証明できるのかよ。ここまで、お前たちと一緒に戦ってきたことが何よりの証明ではないか。確かに今までずっと俺たちを助け、でも本当はどうなんだよ。今だって心配してるふりして。ミノル、いい加減にするんだ。この子に及んで俺たち、はあ、偉そうに、大体 敵対するやつだとお前たちって一体何の差があるってんだ。ならば言うが、俺たちがついてなかったらお前ら人間の子供など。じゃあお前らはどうしてそう悪いように ばかり考えるんだ。あ、だから。なあミノル、気持ちはわかるけど今は、あ、俺。 Leon, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.